Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Kasseckert gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Stabilität in Hessens Wirtschaft, 10 Jahre Stabilität in Hessens Wirtschaft. In der Überschrift schon kann man erkennen, dass es ein Rückblick ist auf die 10 Jahre gemeinsame Regierungszeit. Und unterm Strich bei all den unterschiedlichen Bewertungen sind oder ist die hessische Wirtschaft in diesen 10 Jahren, wie ich meine, sehr erfolgreich im nationalen, auch im internationalen Vergleich unterm Strich herausgekommen. Und trotzdem ist es Grund genug, wie in dem Antrag deutlich zu machen, Dankeschön zu sagen an die Beschäftigten, an die Damen und Herren Beschäftigten in den Unternehmen. Es ist Zeit, daran zu erinnern, dass wir insbesondere in den letzten 5 Jahren mit der Corona-Zeit eine besondere Herausforderung hatten und haben oder hatten, überwiegend hatten, Gott sei Dank nicht mehr haben, die auch Politik gefordert hat in einer Art und Weise, wie wir sie bis dahin nicht gekannt haben. Und ich glaube, auch unterm Strich sagen zu dürfen, dass wir diese Corona-Krise in Hessen und in Deutschland so gut überstanden haben, liegt eben auch ein Stück an Politik, sowohl hessischer Politik als auch Bundespolitik, die die richtigen Weichenstellungen vorgenommen hat und die Unternehmen in dieser schwierigen Zeit nicht allein gelassen hat, sondern, vielen Dank, sondern sie am Ende durch diese schwierige Zeit gebracht hat. Und deshalb ist es auch ein Stück erfolgreicher Politik hier in Hessen. Die Zäsur allerdings, eine härtere Zäsur, wie wir sie bisher nicht kannten, hat am 24. Februar des vergangenen Jahres eingesetzt, mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und in diesem Moment oder von diesem Moment an hat sich nicht nur in Hessen, sondern in Deutschland und darüber hinaus in der ganzen Welt die Politik verändert. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie die Auswirkungen dieses Krieges auf alle Lebensbereiche, insbesondere aber natürlich auf den Bereich der Energie, übergegriffen haben. Und das ist etwas, was für den Standort Deutschland, für den Standort Hessen natürlich eine ganz besondere Herausforderung ist. Die Begriffe, die hier genannt wurden, auch in unserem Antrag stehen, die Transformation, die Klimatransformation, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel, alles, was wir schon häufig diskutiert haben, das haben wir in der Vergangenheit gut gelöst. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, für das Vergangene gibt es nichts. Die Welt hat sich grundlegend geändert. Die geopolitischen Ausgangslagen sind andere als noch vor 18 Monaten. Und deshalb, glaube ich, ist bei allem Streit, den wir hier führen, bei aller Diskussion um eine Broschüre mehr oder weniger, bei aller Diskussion um statistische Zahlen von oben oder von unten zu lesen, ist es, glaube ich, in unser aller Sinne, den Blick nach vorne zu richten, zu analysieren, wo wir heute stehen, und den Blick nach vorne zu richten, was ist die Anforderung an die hessische Politik, an die deutsche Politik in den nächsten Jahren. Weil darum geht es. Für das Vergangene gibt es nichts mehr, sondern wir müssen Weichen stellen für die Zukunft. Und da bleibt es zunächst einmal festzuhalten, dass wir feststellen müssen, dass die industrielle Basis in Deutschland gefährdet ist. Und ich bin sicher, viele von Ihnen sind, wie ich und wir auch, in den letzten Wochen und Monaten viel unterwegs gewesen, haben viele Gespräche geführt, und ich bin sicher, Sie haben die gleichen Informationen erhalten, dass die Unternehmer in Sorge sind, dass die industrielle Basis in Deutschland gefährdet ist, dass die wirtschaftliche Stabilität in unserem Land gefährdet ist. Und wer es aus den Gesprächen nicht mitgenommen hat, der kann es an anderen Statistiken ablesen. IWF hat der Bundesrepublik ein Minuswachstum von 0,3% attestiert, am letzten Platz der 20 Industrienationen. Das ist die Analyse, die objektiv darstellt, wo Deutschland aktuell steht und deshalb die Herausforderungen ganz besonders groß sind. Und gefährdet sind in diesem Land die energieintensiven Industrien. Und davon hat es in Hessen sehr viele. Als traditioneller Pharma- und Chemiestandort müssen wir uns dieser Frage besonders widmen. Die höchsten Energiepreise, der zweithöchste Energiepreis weltweit, der führt dazu, dass wir eine Diskussion zumindest bekommen über die Deindustrialisierung, über die Abwanderung von Betrieben aus dem Standort Deutschland,
weil offenbar die Standortkosten, die in Hessen und in Deutschland bestehen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Mit dieser Frage müssen wir uns intensiv auseinandersetzen, weil alles andere wird dazu führen, dass wir am Ende diesen Prozess der Deindustrialisierung nicht mehr aufhalten können. Wir haben über die Energie schon viel und oft hier an der Stelle diskutiert. Wir werden es nicht mehr rückgängig machen, aber ich will es an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Ich glaube, dass die grundsätzliche Entscheidung, der Ausstieg aus der Kernenergie, richtig ist. Aber in einer Phase, die sich grundlegend geändert hat in dem letzten Jahr, dann die letzten drei Kraftwerke, die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke abzuschalten, die sichersten, im Übrigen die sichersten Kernkraftwerke der Welt abzuschalten, war ein Fehler. Denn er hat dazu geführt, dass einerseits nicht nur im Übrigen ja Kernkraftwerke, die für 10 Millionen Haushalte Strom und Energie produziert haben, es hat dazu geführt, dass einerseits die Stabilität der Stromversorgung sozusagen gefährdet wird und auf der anderen Seite wir die Chance verpasst haben, dämpfende Wirkung auf den Energiepreis zu erzielen. Und deshalb... Herr Kasseckert, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, keine Zwischenfrage. Und deshalb müssen wir dem Thema Energie nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Menschen in unserem Land eine ganz große Bedeutung einräumen. Wir haben Vorschläge gemacht, auch auf Bundesebene. Das sind überwiegend Themen, die den Bund betreffen. Aber die Stromsteuer muss gesenkt werden. Wir brauchen einen Brückenstrompreis. Auch darüber muss diskutiert werden, den vernünftig auszugestalten, damit eben nicht nur große Industrien davon betroffen sind, sondern eben auch kleine und mittelständische Unternehmen, denen nicht die Möglichkeit besteht, ihren Standort oder ihre Produktion ins Ausland zu verlegen. Aber darüber muss ideologiefrei und offen diskutiert werden. Ich glaube, wir müssen bei dem Thema Energie auch den europäischen Emissionshandel, auch bei dem Thema Klimawandel, den europäischen Emissionshandel einbeziehen. Wir dürfen nicht immer noch mehr zusätzliche Auflagen in Deutschland beschließen. Ich glaube, wir sollten uns ins Konzert Europas einreihen. Das genügt, um die Klimaziele zu erreichen. Es ist nicht klug, Deutschland noch mit weiteren wettbewerbsverzerrenden zusätzlichen Auflagen zu versehen. Auch darin muss sich Politik irgendwann messen lassen. Und wir brauchen, wenn wir bei dem Thema Energie sind, einen Aufbruch. Wir brauchen auch wieder die Mentalität, einzusteigen und nicht nur auszusteigen. Wir wollen einsteigen in die Diskussion, in die Forschung und Entwicklung der Kernfusion an der TU Darmstadt und Unternehmen darum herum. Da ist für die Zukunft Potenzial enthalten, genauso wie bei dem Thema Wasserstoff. Wasserstoff hat in der Vergangenheit nicht diesen Stellenwert erhalten, wie aber in der Zukunft, und das wissen wir mit Sicherheit, Wasserstoff ein wesentlicher Energieträger sein wird. Auch da gibt es in Hessen gute Beispiele, und die müssen wir weiter ausbauen. Nehmen wir ein weiteres Thema, das ist das Thema Verkehr, Mobilität. Und auch hier haben wir in der Mitte Europas, in der Mitte Deutschlands mit dem Flughafen Frankfurt einen der herausragenden Infrastruktur- und Standortfaktoren. Und ich will deutlich für die Union sagen, dass wir ein klares Bekenntnis zum Flughafen Frankfurt ausgeben, dass wir ein klares Bekenntnis dafür ausgeben, dass der Flughafen auch in Zukunft auf Wachstum ausgerichtet sein muss. Denn am Ende wird der Sozialstaat nur zu erhalten sein, wenn die Bundesrepublik und Hessen weiter wächst, wenn die Unternehmen Gelegenheit haben, zu wachsen. Und deshalb sagen wir auch an dieser Stelle, dass wir die Regelungen des Planfeststellungsbeschlusses uneingeschränkt weiter für uns bestehen lassen. Das bedeutet eben auch, dass wir an keine Neuregelungen des Nachtflugverbots denken. Das betrifft das T3. Der Ausbau des T3, das betrifft auch den Ausbau oder auch den Ausbau der Infrastruktur. Wir wissen zum Beispiel, dass wir bei allen Überlegungen über eine saubere Antriebswende, aber wir wissen, dass wir bis 2050 voraussichtlich rund 40% mehr Güterverkehr haben. Das bedeutet, wir brauchen auch mehr Straßen. Wir werden nicht alles auf die Schiene verlegen können. Und auch das ist etwas, wofür die CDU entsprechende Mittel bereitstellen will. Wir wollen die Transformation, wir wollen den Wandel, aber wir können ihn nicht gegen die Realität machen. Das bedeutet, dass auch Verkehrswege weiter und zukünftig ausgebaut werden müssen. Und ich komme zu einem letzten Punkt mit Blick auf die Zeit zum Thema Bürokratieabbau. Wir haben in der Vergangenheit oft in starken wirtschaftlichen Zeiten uns dazu verleiten lassen, dass wir immer mehr Bürokratie
erfunden haben, dass wir, das muss ich selbst für mich eingestehen, in den ganzen Gesetzesvorhaben, in denen ich an 10 Jahren mitgewirkt habe, es ihnen eigentlich nie uns gelungen ist, weniger Regelungen zu schaffen, als wir reingegangen sind. Und das muss ein Ziel sein, dass wir für jede Neuregelung mindestens 2 alte rauslegen. Wir müssen die Digitalisierung in der Verwaltung voranschreiten lassen. Und Digitalisierung kann eben nicht nur sein, dass man was als PDF einreicht und zusätzlich vielleicht noch irgendwie ausdrucken muss. Da ist viel Möglichkeit nach oben. Kommen Sie bitte zum Schluss. Es geht nicht um die Frage, wer regiert. Es geht um die Frage darum, wie wir Hessen in Zukunft uns vorstellen. Und dafür, wie gesagt, bitte ich Sie, diese Beispiele vorzunehmen. Ich will am Ende sagen, es muss darum gehen, dass wir Produktivität steigern, dass wir Wachstum ermöglichen, dass wir eine Wachstumsagenda haben für den Industriestandort Hessen. Nur das schafft Wohlstand, nur das schafft Wettbewerbsfähigkeit. Und damit können wir am Ende den Wohlstand dieses Landes sichern. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert gemeldet. Danke sehr, Herr Präsident, verehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste. Sollten Sie sich mal fragen, warum bei immer mehr Bürgern und erst recht Unternehmen viele politische Handlungen Sie eigentlich so fassungslos zurücklassen, dann liegt das unter anderem an solchen Anträgen. Und die machen zum Teil auch richtig wütend. Ja, wenn Sie sich jetzt hinstellen und sagen, Hessens Wirtschaft steht gut da, wie muss das in den Ohren eines Unternehmers klingen, der nicht weiß, ob sein Geschäftsmodell überhaupt noch funktioniert? Wie muss das klingen in den Ohren eines Handwerksmeisters, der es ums Verplatzen keine tauglichen Azubis auftreiben kann? Ja, weil Hessen natürlich auch im Bildungsmonitor bestenfalls Mittelfeld darstellt. Und Sie stellen sich hier ein wunderbares Zeugnis aus. Und dann auch noch ein Schlüsselwort, das muss ich jetzt einfach mal vorlesen, das ist wirklich zu genial. Der Landtag betont, dass dies auch, es geht darum, Hessens Wirtschaft steht gut da, dass dies auch dem großen Engagement und der Innovationskraft der hessischen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie den Beschäftigten zu verdanken ist. Dankeschön. So, auf wen bezieht sich denn wohl das auch? Ist es denn vielleicht der Leistungsfähigkeit der hessischen Landesregierung zu verdanken, dass wir so gut dastehen? Nein, das ganz sicher nicht, meine Damen und Herren. Und im Übrigen ist es auch ausgesprochen geschichtsblind, von 10 Jahren Stabilität hier zu schreiben und zu reden. Ganz im Gegenteil, es waren eine Serie von Großkrisen, die auch Hessen durchgeschüttelt haben. Gehen wir doch zurück an den Beginn der letzten Legislaturperiode 2014. Da waren Politik und Gesellschaft und natürlich auch die Wirtschaft gerade noch mit der Bewältigung der Eurokrise beschäftigt, mehr als beschäftigt. Und vor allem die diversen Euro-Rettungsversuche. Beifang dieser Euro-Retterei war natürlich jahrelanger Notbetrieb der Notenbanken. Haben wir das alle schon vergessen? Das waren dauerhaft niedrigste Zinsen, Nullzinsphasen. Ja, und das hat natürlich für die Wirtschaft einen sehr positiven Beifang gehabt. Aber das kann sich doch nicht ernsthaft die Politik jetzt auf der Habenseite anrechnen. Ganz im Gegenteil. Warum haben wir denn nicht viel früher aus dem Krisenmodus herausgefunden? Warum hat denn die Zinsnormalisierung nicht viel früher stattgefunden? Weil die Euro-Krise nie wirklich gelöst wurde. Meine Damen und Herren, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und selbstverständlich die Inflation, die uns jetzt heimsucht. Die Saat dafür wurde durch die Politik der Nullzinspolitik gelegt. Und das gehört alles zur Wahrheit dazu. Und woher wissen wir das? Dass die Preise schon deutlich vor dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gestiegen sind. Das wissen wir ausgerechnet von der EU. Denn die hat nämlich am 13. Oktober 2021, mehr als 4 Monate vor Kriegsbeginn, die sogenannte Energy Toolbox veröffentlicht. Warum? Weil da schon die Energiepreise davon zu galoppieren begannen. Schauen wir uns die nächste große Krise an. Es war die Migrationskrise 2015. Auch die hat im Grunde genommen nie geändert, nur in unterschiedlicher Intensität flackert sie auf. Das hat natürlich nur indirekten Einfluss auf die Wirtschaft, gebe ich zu. Im Gegenteil, die enorm hohen Ausgaben damals haben natürlich für Teile der Wirtschaft sogar sehr positive Effekte gehabt. Aber
Wir wollen doch spätestens seit der Debatte heute Morgen mit Fake News aufräumen. Und was wurde damals alles an Fake News gestreut? Das sind die Fachkräfte, die unsere Zukunft sichern. Die werden mal unsere Rente bezahlen. Es wurde von einem zweiten Wirtschaftswunder fabuliert. All das hohle Stroh, was da gedroschen wurde, nichts davon. Und da kommen wir zur Glaubwürdigkeit des Herrn Ministerpräsidenten, der ja leider gerade nicht da ist. Vielleicht hat er ja schon geahnt, was kommen würde. Wie kann man sich denn jetzt hinstellen und Grenzkontrollen fordern? Und als es noch Unionsinnenminister in Berlin waren, da hatte ihn das überhaupt nicht interessiert. Das zeigt die Unglaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten in diesem entscheidenden Punkt. Zur nächsten großen Krise, der Corona-Maßnahmenkrise, möchte ich eigentlich nur einen Aspekt erwähnen. Wenn Sie so überzeugt davon sind, als Landesregierung so richtig, so zielorientiert und effektiv gehandelt zu haben, warum machen wir in der nächsten Legislaturperiode keinen Untersuchungsausschuss dazu? Ja? Dann könnten Sie sich doch diesen Orden an die Brust heften. Aber nein, Sie haben Angst davor, dass die Fakten auf den Tisch kommen. Und nun kommen wir natürlich zu dem, was der Kollege Kasseckert völlig zu Recht in den Zentrum seiner Rede gestellt hat. Das ist die Energiepreiskrise, die Gott sei Dank nicht oder noch nicht zu einer Energieversorgungskrise geworden ist. Aber wir wissen nicht, zu welchem Preis das geschehen ist. Und auch hier ist die Glaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten dramatisch beschädigt, weil jetzt auf einmal fällt ihm ein, dass Kernkraftwerke in dieser Situation abzuschalten natürlich eine sehr schlechte Idee ist. All die Jahre vorher hat er das natürlich nicht verstanden. Also insofern einem Ministerpräsidenten, dem dieser Weitblick fehlt. Meine Damen und Herren, bitte bedenken Sie das, wenn Sie am 8. Oktober Ihr Kreuz machen. So, und was Frau Kollegin Kinkel angesprochen hat, die fossile Abhängigkeit, die wird doch durch den Kernkraftausstieg noch erhöht. Völlig kontraproduktiv, was Sie tun. Und wir haben natürlich sofort gesehen, dass die Energieimporte, die Stromimporte Deutschlands massiv angestiegen sind im Sommer. Ja, das sind doch alles keine Zufälle. Und insofern ist ja natürlich auch vorgezeichnet. Bitte? Ja, es gibt mehrere Staaten auf der Welt, die Uran liefern, und nicht nur Russland, falls Sie darauf hinaus wollen. Ja? Das ist doch wieder nur, eine Nebelkerze. So, apropos Nebelkerze, die Sie ja so gerne schmeißen. Sie erzählen uns hier ständig das Märchen, dass die erneuerbaren Energien irgendwann unseren Strom billiger machen werden. Das ist gefährlicher Mumpitz. Nein, tun Sie nicht. Die Letztverbraucherstrompreise in Deutschland sind doch massiv gestiegen. 2021 hatten wir die höchsten Gewerbestrompreise in der industrialisierten Welt, noch lange vor dem Krieg. Und warum? Wegen der Energiewende. Und Sie kennen doch die Zahlen, oder Sie müssten die Zahlen kennen. Was steht im Netzentwicklungsplan 2045? 250 Milliarden Investitionen müssen bis dahin geleistet werden, allein durch die Übertragungsnetzbetreiber. Und am Ende müssen das die Stromkunden bezahlen. Gleichzeitig steht in diesem Netzausbauplan, dass noch hunderte Gigawatt Windkraft und Photovoltaikausbau erfolgen soll. Hunderte Gigawatt, die dann bestenfalls im Teillastbetrieb einen Beitrag zur Versorgung leisten. 1 Gigawatt kostet im dicken Daumen in Preisen von heute 1 Milliarde €. Auch das müssen am Ende die Stromkunden bezahlen. Und für Sie Grundrechenartenleugner, ja, Sie können das ja gerne behaupten, aber wir werden Sie immer bloßstellen und Ihnen diese Fakten entgegenhalten. So, und jetzt noch die diversen Transformationsszenarien, die hier immer wieder gehandelt werden. Das sind einfach nur schöne Worte. Das ist ein Buzzword-Bingo, und am Ende des Tages steht die Deindustrialisierung Deutschlands. Sie hat schleichend schon lange begonnen, und jetzt wird sie galoppieren. Niemand hat die Absicht, die Industrie zu vertreiben. Sie tun es aber trotzdem. Soll ich ein bisschen was aufzählen, was so läuft? Hier Green Finance, tolle Geschichte. In Form der Taxonomie ist es aber eine gewaltige Belastung für die Unternehmen. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, ein Bürokratiemonster. Das ist quasi noch mal eine zweite Rechnungslegung nebendran. Und noch das Lieferkettengesetz. Was bedeutet das alles? Ist vor allen Dingen ein Anschlag auf den Mittelstand. Ein Anschlag, den Sie zu verantworten haben. Richtig ist, viel davon
kommt nicht von der Landesebene. Ja, das meiste ist natürlich Bundes- und vor allen Dingen die EU-Ebene. Und vieles dieses wirklich fürchterlichen Erbes haben wir der schwarzen Kanzlerin zu verdanken. Aber haben Sie denn so wenig Einfluss auf Ihre Parteien auf Bundesebene, dass Sie da nicht gegensteuern können? Ist Hessen so bedeutungslos? War nicht mal Schwarz-Grün in Hessen das erste Flächenland? Na, also offensichtlich haben Sie dort überhaupt keine Chance, positiv zu wirken. Und auch das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn am 8. Oktober das Kreuz gemacht wird. Und jetzt noch ein kurzer Satz zur SPD. In einem Punkt hat Herr Eckert durchaus recht. Gute Arbeit und starke Wirtschaft gehen Hand in Hand. Aber Ihr ökonomisches Missverständnis ist gerade, dass in Zeiten des Fachkräftemangels die Unternehmen doch selbst einen Anreiz haben müssten, gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Wenn Sie als Staat sie dann auch noch dazu zwingen wollen, dann ist es genau die Form von Überbürokratisierung, die unsere Wirtschaft absolut nicht gebrauchen kann. Sie sind im Kollektiv des Kartells der Macht auf jeden Fall auf dem Holzweg. Ich hoffe, wenn Sie mal eine vernünftigere Regierung Platz machen müssen, dass dann noch genug von unserer Wirtschaft übrig ist, dass wir sie wieder aufbauen können. Danke sehr. Danke, Herr Lichert. Für die Landesregierung spricht nun der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass man 2,5 Wochen vor einer Landtagswahl von Seiten der Opposition die Regierung nicht lobt. Das ist ja okay. Aber das Bild, was hier gezeichnet wird, Herr Kollege Naas, hat nun mit der realen Lage in Hessen so wenig zu tun. Und das wissen die Menschen auch. Und deswegen, Herr Naas, sind vielleicht Ihre Umfragewerte so, wie sie sind. Also, wir versuchen mal ein wenig darüber zu reden, wie es ist, und vor allem auch, was die Rolle von Wirtschaft, Gewerkschaften, von Politik auf der einen oder der anderen Seite ist. Wir haben, ja, Herausforderungen gehabt, und wir haben sie. Und ich will das ausdrücklich sagen, wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, zurückblicke auf Corona-Krise, zurückblicke auf Energiepreiskrise, auf die Inflation, die gerade immer noch sehr hoch ist, dann waren das schwierige Jahre für die Wirtschaft, und es waren auch schwierige Jahre für die Regierungen. Aber wir haben trotz Corona-Krise, trotz Energiepreiskrise 300.000 Erwerbstätige in Hessen mehr als vor 10 Jahren. 300.000 Erwerbstätige mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Bild, was Sie hier gezeichnet haben, hat mit der Lage in Hessen wirklich überhaupt nichts zu tun. Ja, wir haben große Aufgaben vor uns, weil die Transformation hin zu Klimaneutralität und Nachhaltigkeit ist eine große Aufgabe. Aber wir gehen gut vorbereitet in diese große Aufgabe, weil Hessen insgesamt gut dasteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ich kann Ihnen das sagen, ich bin viel unterwegs seit 10 Jahren bei vielen Firmen, bei großen, bei mittleren und bei kleinen. Und ich kann Ihnen sagen, viele haben Respekt vor der Aufgabe, die da vor Ihnen liegt. Aber ich habe viel Zuversicht auch gesehen. Ich habe viel Aufbruchstimmung gemerkt. Es gibt viele Vorschläge, es gibt Wünsche. Aber Unternehmerinnen und Unternehmer, die klagen nicht, so wie andere hier, sondern die unternehmen etwas. Und genau das, ich will das ausdrücklich sagen, die Aufgabe ist groß. Aber wenn wir es gut machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir es gut machen, dann ist diese Veränderung auch eine große wirtschaftliche Chance für dieses Land, für die Unternehmen und für die Beschäftigten. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rock zu? Nein. Und ich will das auch ausdrücklich sagen, Stichwort, was ist die aktive Rolle des Landes dabei? Wir haben eine Start-up-Förderung eingeführt, mal als Beispiel, Herr Kollege Naas. Die gab es vor 10 Jahren in Hessen überhaupt nicht. Inzwischen, und Sie haben ja gesagt, wir sollen nicht so viele Förderprogramme machen. Nein, ich finde es ausdrücklich richtig, dass wir junge, dynamische Unternehmen, die neue Modelle entwickeln, fördern von Seiten des Landes. Ich finde es ausdrücklich richtig.
Und wir haben inzwischen 1.500 Start-ups in Hessen, von denen ein Drittel sogenannte Green Start-ups sind mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Und das ist eine gute Nachricht für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsstruktur in diesem Land. Wirtschaft ist immer im Wandel. Es wird immer Geschäftsmodelle geben, die keine Zukunft mehr haben und neue, sozusagen die neue Chancen eröffnen. Und die spannende Frage ist, hat eine Regierung die Kraft, genau dieses Neue zu fördern? Haben wir die Kraft am Ende, dass das Neue, das sowieso entsteht, dann auch hier entsteht? Und ich kann Ihnen sagen, es entsteht hier in Hessen. Und das ist eine gute Nachricht für die Zukunft dieses Landes. Ja, wir haben Herausforderungen gehabt. Das ist so. Und ja, die Zuwanderung 2015, 2016 war eine Herausforderung. Es kamen viele junge Menschen, die Sprachförderbedarf hatten. Wir haben reagiert. Wir haben Wirtschaft integriert eingeführt. Wir haben 9.000 junge Leute, die sagen, mit Sprachförderbedarf in diesen Jahren mit Berufsorientierung, mit Einstiegsqualifizierung, mit Ausbildungsbegleitung eine Startchance gegeben, weil wir gesagt haben, wir wollen aus dieser Situation am Ende auch etwas Positives machen für diese Menschen, aber auch für unsere Wirtschaft, für das Handwerk, die händeringend auf der Suche nach Auszubildenden sind. Und das ist etwas, wo sich Hessen wirklich glücklich schätzen kann, dass wir so gute Partnerinnen und Partner bei Handwerkskammern, bei Industrie- und Handelskammern haben, die gesagt haben, lasst uns das anpacken, lasst uns daraus etwas Gutes machen. Und ja, natürlich. Ich meine, Demografie, die fällt ja nicht vom Himmel. 1964 sind 1,4 Millionen Kinder geboren worden in Deutschland. 2005 waren es 690.000, weniger als die Hälfte. Das sind diejenigen, die 2005er, die dieses Jahr 18 werden. Wenn die nicht geboren wurden vor 18 Jahren, können sie dieses Jahr keine Ausbildung anfangen. Ja, und wir müssen trotzdem genau deswegen so viel dafür tun, dass wir möglichst viele junge Menschen begeistern dafür, auch eine berufliche Ausbildung zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, das tun wir. Und wir müssen das tun, indem wir wirklich niemanden verloren geben, alle fördern, damit wir am Ende genau dahin kommen. Und wir müssen auch zusätzlich, und das will ich ausdrücklich sagen, dafür sorgen, dass alle die mehr arbeiten wollen, es auch können. Wir haben die am besten ausgebildete Generation von Frauen in der Geschichte unseres Landes, von denen aber immer noch 80% der Mütter mit minderjährigen Kindern Teilzeit arbeiten. Auch das ist ein Grund, warum wir Hessen auch noch kinderfreundlicher machen müssen. Das kann ich Ihnen sagen. Und die Kinderbetreuung hilft am Ende genau dabei. Und wir brauchen, das ist die dritte Säule, wir brauchen auch qualifizierte Zuwanderung. Jeder, der behauptet, man könnte auf eine dieser drei Säulen verzichten, wird angesichts dieses demografischen Wandels, der Realität ist, die Zukunft nicht gewinnen können. Deswegen sage ich Ihnen, ja, wir brauchen auch qualifizierte Zuwanderung. Und Herr Lichert, auch Sie wollen später mal gepflegt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich bin in den letzten 10 Jahren viel unterwegs gewesen. Ich bin auch diesen Sommer viel bei Unternehmen gewesen. Ich habe viele Vorschläge gehört. Ich will auch noch einmal sagen, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, wir brauchen einen zusätzlichen Feiertag, um den Fachkräftemangel zu beheben. Auch das. Auch noch am 1. Dezember, damit an dem Tag, wenn das Weihnachtsgeschäft anfängt, alle dann in die anderen Länder um uns herumfahren, um ihr Geld dort zu lassen. Also ich auch da bitte immer Vorschläge zu Ende denken. Aber ich will, weil es ja angesprochen wurde, Stichwort aktive Rolle, Ausbau der erneuerbaren Energien. Ja, wir werden unser Energiesystem umbauen müssen, ausdrücklich. Und ja, das hat etwas mit erneuerbaren Energien zu tun. Aber es hat auch etwas mit Energieeffizienz und Energieeinsparung zu tun. Und ich frage mich wirklich, Herr Naas, wie kann man denn angesichts der Lage, in der die Unternehmen gerade sind, ernsthaft weiter den Vorschlag machen, die Landesenergieagentur abzuschaffen. Gucken Sie doch einmal in irgendein IHK-Magazin in Hessen und gucken Sie sich dort an, dass dort Anzeigen stehen und dass die Unternehmen der Landesenergieagentur die Bude einrennen, um Beratung zu bekommen, wie sie Energie einsparen können. Wie kann man denn? Also ich verstehe es einfach nicht. Und ich sage Ihnen, ja, wir sind auch da
auf einem guten Weg. Und ich will noch einen Punkt sagen, der mir auch wichtig ist, Stichwort Zusammenhalt und Stichwort sozusagen Armutsgefährdung von Menschen. Die Miete ist ein Riesenproblem. Das ist so. Und wir haben ein großes Problem weiterhin auf dem Wohnungsmarkt. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir diesen Wohnungsmarkt auch weiter in Gang halten, damit weiter gebaut wird und damit auch in Hessen zusätzliche Sozialwohnungen entstehen. Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, ausdrücklich, die Rekordmittel von über 850 Millionen Euro für Sozialwohnungen in Hessen, die tragen auch dazu bei, dass wir ein Standort sind, der seinen Teil dazu beiträgt, dass die Menschen ein bezahlbares Dach über dem Kopf finden. Und auch da haben wir eine gute Bilanz. Wir sind eines von 4 Ländern, in denen die Zahl der Sozialwohnungen nicht mehr sinkt, wie überall sonst, sondern wieder steigt. Und das ist eine gute Nachricht am Ende auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und Infrastruktur, meine sehr verehrten Damen und Herren, sagen, Herr Naas, der Etat für den Landesstraßenbau ist verdoppelt worden in diesen 10 Jahren. Verdoppelt in diesen 10 Jahren. Und wir haben ausdrücklich, Stichwort Brücken und sagen Zustand der Landesstraßen gesagt, wir wollen einen Schwerpunkt auf die Sanierung legen. Und genau das haben wir gemacht. Und das werden wir auch weiter tun in den nächsten Jahren. Ganz, ganz sicher. Tarek, ich weise auf die Redezeit hin. Ich gucke auf die Redezeit, Herr Präsident. Und wir haben Rekordausgaben in die Schieneninfrastruktur in diesem Land. Die ganzen Projekte, über die jahrzehntelang nur diskutiert wurde, die werden jetzt gebaut. Das ist der Unterschied. Und wenn Sie einmal in den Bundesverkehrswegeplan gucken und sich einmal die hessischen Projekte anschauen, dann werden Sie feststellen, dass über 20 Milliarden Euro in den nächsten Jahren in die hessische Schieneninfrastruktur investiert werden wird. Und das wird dazu beitragen, dieses Land zukunftsfähig zu machen. Und da hat das Land auch einen großen Anteil daran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will auch da noch einmal ausdrücklich sagen, aus meiner Sicht geht es darum, das System der Zukunft zu bauen und nicht Debatten der Vergangenheit zu führen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist so. Und deswegen, gerade was die Energiewende angeht, wir sind auch da auf einem guten Weg. Über die Hälfte der hessischen Stromerzeugung ist erneuerbar. Man kann viel auch über Zukunftsideen reden, die vielleicht in 30 Jahren Strom liefern, aber die werden uns sicherlich nicht in den nächsten 20 Jahren helfen, indem wir klimaneutral werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, es gehört auf jeden Fall. Ja, ich habe ja gesagt, ich will nicht die Debatten der Vergangenheit führen, sondern das Energiesystem der Zukunft bauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und ein Satz noch, was die Corona- und die Energiepreiskrise angeht. Ich gucke Michael Boddenberg an. Wir haben die ganzen Programme des Bundes mit eigenen Mitteln unterstützt. Wir sind jetzt noch teilweise an der Abwicklung von Energiepreishilfen. Jeden Tag arbeiten im Regierungspräsidium Darmstadt mit Unterstützung der Finanzverwaltung Menschen daran, sozusagen Hilfsprogramme für Leute zu administrieren, die von der Energiepreiskrise hart getroffen waren. Und wenn man über 1 Million Anträge in den letzten Jahren bearbeitet hat, sowohl in Corona als auch in Sachen Energiepreiskrise, dann will ich das ausdrücklich mal sagen, das ist auch ein aktiver Anteil des Staates gewesen, dass wir diese Krisen bisher so gut überstanden haben, Hunderttausende Arbeitsplätze gerettet haben und jetzt sogar mehr Beschäftigung haben, als wir vor der Corona-Krise hatten. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten angesichts der Tiefe der Krisen, die wir erlebt haben. Und dafür übrigens auch mal einen herzlichen Dank nicht nur an die Unternehmerinnen und Unternehmer, an die Beschäftigten, sondern auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, weil irgendwer muss das ja alles umsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, letzter Punkt, bin schon 2 Minuten drüber. Der Zukunftsrat Wirtschaft hat einen wirklich lesenswerten Bericht vorgelegt. Den kann ich Ihnen auch empfehlen. Und der wichtige Punkt ist, da steht agieren statt reagieren. Und ich kann Ihnen das wirklich sagen. Ja,
wir haben Herausforderungen vor uns. Ja, wir haben in der Transformation natürlich Investitionsnotwendigkeiten vor uns. Und ja, wir werden über die Frage diskutieren müssen in der nächsten Legislaturperiode, wie wir genau die kleinen und mittleren Unternehmen genau dabei unterstützen, dass sie aus dieser Transformation eine Chance machen, dass es gut wird für dieses Land, dass es gut wird für diese Beschäftigten dieser Unternehmen, dass es gut wird für diese Unternehmen. Wenn wir diese Veränderungen mutig angehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir es gut machen, dann ist es eine Chance. Ich jedenfalls will diese Chance nutzen. Und ich kann Ihnen sagen, es wäre gut für dieses Land, wenn wir alle möglichst gemeinsam, möglichst viele daran arbeiten, dass wir die Chance nutzen, damit es am Ende für dieses Land gut wird. Ich jedenfalls habe das vor. Ich hoffe, Sie auch. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Die Debatte geht munter weiter. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Präsident, lieber Herr Staatsminister, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war ja ein schöner Kessel Buntes, den Sie uns da präsentiert haben. Nur es hatte mit dem Antrag, den Ihre beiden Fraktionen vorgelegt haben, gar nichts zu tun. Und natürlich gibt es gar nichts zu tun, weil Sie nehmen ja nur, Berichte zur Kenntnis. Sie sagen ja nicht, was Sie erreichen wollen. Sie haben es jetzt ein bisschen besser gemacht. Sie haben zumindest das grüne Parteiprogramm vorgetragen. Das kann man machen. Das war erhellend. Aber es ändert nichts an der bitteren Bilanz. Ich weiß nicht, mit welchen Unternehmen Sie reden und mit welchen Unternehmerinnen und Unternehmern. Alle, mit denen wir reden, die klagen uns im Moment über massivste Probleme in diesem Land. Massivste. Und die werden wir morgen besprechen. Da geht es nämlich um Bürokratie, um Bürokratieabbau. Das ist das zentrale Problem dieses Landes. Da haben Sie gar nichts zugesagt. Sie haben mir auch keine, Sie haben mir nicht einen einzigen Erfolg nennen können. Sie kommen mit Förderprogrammen. Die hat es natürlich in jedem Bundesland gegeben in Corona-Zeiten. Das ist auch nicht mehr wie richtig. Und natürlich gibt es auch aufstrebende und gute, prosperierende Unternehmen. Sie haben ja auch immer den Plexiglas-Händler vor Augen gehabt, der in Corona-Zeiten ein gutes Geschäft gemacht hat. Es gibt immer Gewinner und es gibt immer Verlierer. Und insofern stimmt der Satz, ja, für Wirtschaft wird sich immer verändern. Aber diese Liste des Wirtschaftswachstums im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, das ist die Gesamtrechnung auf den Staat Hessen bezogen. Und der sagt, siebenmal unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum in diesem Land. Ich kann Ihnen die Zahlen vorlesen. 2022 ist Hessen gewachsen. Ja, gewachsen. Deswegen haben wir auch mehr Beschäftigte. Und dass wir nicht mehr mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, ist doch in einem Land, das um Fachkräfte ringt, eigentlich keine Überraschung. Aber die hessische Wirtschaft ist um 1,6 % gewachsen, die bundesweite aber 1,8. Und das war im Jahre 2021 genauso. Und so zieht sich das eben hin. Es gibt zwei jämmerliche Jahre, wo es etwas besser war. Aber insgesamt sind wir im unteren Drittel. Und das ist ein Armutszeugnis für die Wirtschaftspolitik dieses Landes. Und wenn es eine Besonderheit in diesem Land gibt, dann ist es sicherlich die Infrastruktur, die in einem lausigen Zustand ist. Und dann ist es der Bankplatz. Das ist unser Fund. Gucken Sie sich doch mal die Rankings an. Sind Sie mit Platz 23 zufrieden? Sind Sie mit Platz 36 zufrieden? Die ganz krassen Beispiele habe ich doch gar nicht genannt. Platz 54 für die Smart Cities. 54 Frankfurt. Das ist ein Armutszeugnis. Wir brauchen eine bessere Wirtschaftspolitik. Und deswegen ist der 8. Oktober auch ein Tag der Wählerinnen und Wähler. Herzlichen Dank. Danke, Herr Naas. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert nochmals gemeldet. Danke sehr, Herr Präsident. Ja, in der Tat, da müssen wir jetzt noch einmal ran. Das können wir so nicht stehen lassen. Herr Minister, Sie feiern sich für Förderprogramme. Aber in der Regel sind diese Förderprogramme doch nur die sauteure Lösung für ein Problem, das Sie selbst vorher geschafft haben.
Und das gilt sowohl für die Corona-Maßnahmenkrise als auch natürlich die Tatsache, dass die Unternehmen in der Tat jetzt wie nach einem Strohhalm greifen, um irgendwie von ihren Energiekosten runterzukommen. Aber auch da haben sie doch selbst erst mal das Problem verursacht, dass sie jetzt mit wohlgemerkt Steuerzahlergeld, das entweder heute als Steuer bezahlt wird oder in Zukunft als Steuer für die Schulden bezahlt werden muss. So, und da muss man sich doch wirklich mal diesen Skandal vergegenwärtigen, dass gerade die Landesenergieagentur nicht mal in der Lage ist, ordentlich den Erfolg ihrer eigenen Programme zu messen. Und das heißt, unter dem Klimadiktat ja vor allen Dingen, was war an CO2-Einsparung geplant, was ist an CO2-Einsparung realisiert worden und was hat das Ganze gekostet. Davor verschließen Sie schlicht und ergreifend die Augen. Und dieses Diktat mit der Klimaneutralität, auch da verweise ich auf das Klimaportal des Landes Hessen. Insbesondere die Gäste sind mal eingeladen. Schauen Sie mal auf das Klimaportal des Landes Hessen. Da werden Sie feststellen, dass die Erwärmung, die im erfolgreichen, Klammer auf, sauteuren Klimaschutzszenario zwischen 2020 und 2050 geplant wird, 1,1 Grad mehr. Das ist mehr als die Differenz zwischen dem Szenario Klimaschutz und gar kein Klimaschutz. Das Klimaportal weist selbst nach, dass menschliche CO2-Emissionen der falsche Feind bei der Bewältigung des Klimawandels sind. Und trotzdem steuern Sie uns weiter in diese Sackgasse. Und trotzdem riskieren Sie das Ende der Industrieproduktion in Deutschland. Und davor können Sie doch nicht die Augen verschließen. Schauen Sie sich doch an, was Frankreich jetzt zum Beispiel im Industriestrompreis macht. Und das können die natürlich nur, weil sie die Kernkraftwerke im Hintergrund haben. Ja, und um auch noch mal eins ganz klar zu sagen, Kernkraft hat natürlich ein großes Problem. Das ist das Thema Müll. Aber gerade das Land mit der größten Untertagedeponie Europas für hochtoxische chemische Abfälle, wenn Sie das uns erzählen wollen, dass es unmöglich ist, dafür eine Lösung zu finden, dann stellen Sie sich selbst einfach ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis aus. Natürlich ist das lösbar. Andere Länder können es auch. Und Sie führen Deutschland auf einen einsamen Sonderweg, der in der Tat in Richtung Deindustrialisierung führt. Und dann, wenn es dann erst einmal soweit ist, dann können wir uns auch all das Thema sozialer Ausgleich, Sozialwohnungen, wie können wir die Härten für die sozial Schwachen abfedern, das wird dann vorbei sein. Dann haben Sie einfach kolossal verzockt und die Möglichkeiten für sozialen Ausgleich de facto ausradiert. Das werden Sie zu verantworten haben. Und auch das sehen wir heute schon, wenn wir uns die Haushalte angucken. Denn das Einzige, was an Ihrer Politik nachhaltig ist, ist die nachhaltige Zerrüttung der öffentlichen Haushalte durch eine verantwortungslose Schuldenpolitik, die Sie auf den Schultern unserer Kinder und Enkel abladen. Schämen Sie sich. Herr Gerlichert, wir sind damit am Schluss der Debatte angelangt. Und ich rufe die beiden aufgerufenen Anträge zur Abstimmung auf, stelle als Erstes die Beschlussfähigkeit des Hauses fest und rufe als Erstes den Entschließungsantrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auf. Wer diesem die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU, GRÜNE, der fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das ist AfD, FDP, noch ein fraktionsloser Abgeordneter, SPD und DIE LINKE. Enthaltungen? Sind keine mehr da. Damit ist dieser Antrag angenommen. Zum Zweiten rufe ich den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE auf. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? SPD, Grüne, CDU, der Rest des Hauses ist dagegen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.